Kapitel 4 – Auf Selbstmordmission. Mittwoch, 22. Juli 1998, 1.01 Uhr. Im Starlight Entertainment Center stand Lars, der zusammen mit seinen Mitstreitern den größten Teil der verbliebenen Geiseln in Schach hielt und bellte in sein Funkgerät. Frank, was ist denn jetzt? Meld dich mal, verdammt! Er sah zu seinem Kollegen Heiner rüber, der den Blick über den Lauf seiner Waffe auf die verängstigten Geiseln gerichtet hatte, die vor ihm auf der Tanzfläche zusammengekauert waren. Der Penner meldet sich nicht. Dann sag Peter Bescheid, sagte Heiner. Lars sah ihn wütend an, dann wechselte er die Frequenz seines Funkgerätes. Peter, hörst du mich? Was ist? Frank sagte, er hat die Typen gefunden, die diese scheiß Leuchtrakete abgeschossen haben. Er wollte sich drum kümmern und jetzt meldet er sich nicht mehr, sagte Lars und ließ seinen Blick nicht von den Geiseln. Auf diesen Trottel ist kein Verlass. Kümmer dich selbst darum, wir können uns keine Verzögerung leisten, sagte Peter durch das Funkgerät. Soll ich mal gucken gehen? Er sagte, er ist auf dem Oberdeck. Nimm einen mit und geh gucken. Alles klar, Lars, Ende. Er steckte das Funkgerät in die Tasche seines Overalls und sah Heiner an. Du musst hier die Stellung halten, kriegst du das hin? Heiner wirkte nicht sicher. Ich weiß nicht. Lars zog sein Funkgerät heraus, ohne den Blick von Heiner zu lassen. Lasse, hier ist Lars. Komm sofort ins Starlight Entertainment Center. Du musst Heiner ein bisschen unterstützen. Ich muss hier mal kurz einen kleinen Rundgang machen. Was ist passiert? Fragte die Stimme aus dem Funkgerät. Ach, Frank meldet sich nicht. Ich muss da mal selber nachsehen. Alles klar, bin schon unterwegs. Lars sah Heiner an. Lasse ist auf dem Weg. Bis später. Heiner nickte, als Lars aus dem Raum und zu einem der bewaffneten Männer im Foyer ging, mit ihm ein paar Worte wechselte und dann mit ihm zusammen davonging. Christian Huber und sein Sohn Tim hatten die Gespräche der Geiselnehmer mit angehört und auch mitbekommen, dass jemand eine rote Leuchtrakete abgeschossen hatte. Offenbar war noch jemand an Bord des Schiffs, der Probleme machte. Christian sah sich um und bemerkte, dass nur noch einige wenige Frauen vor Ort waren. Sie wollten sich offenbar nicht von ihren Männern trennen. Alles wird wieder gut, sagte Christian und hielt seinen Sohn ganz fest im Arm. Um ihn herum schluchzten Geiseln. Danny sammelte die Maschinenpistole des Toten auf und begutachtete sie. Eine Heckler & Koch, MP5, Kaliber 9mm, sagte er. Er hatte Ahnung von solchen Waffen, da er in seinem geliebten Computerspiel Doomstrike so eine Waffe benutzen konnte und sich abseits davon mit Waffenmagazinen auf dem Gebiet weitergebildet hatte. 30 Schuss im Magazin und auf 200 Meter treffsicher. Unter allen Bedingungen die erste Wahl für Spezialeinheiten. Er klemmte sich die zwei Ersatzmagazine in seinen Gürtel. Ich gehe mal davon aus, dass dir der Umgang damit bekannt ist, sagte Mike etwas überrascht. Theoretisch ja. Danny nahm das Magazin aus der Waffe und erkannte, dass es halb leer war. Er hatte noch nie in seinem Leben mit einer echten Waffe geschossen und obwohl er sichtbar beeindruckt war, hoffte er insgeheim, dass es dabei bleiben würde. Die Vorstellung, mit einer Waffe auf einen Menschen zu schießen oder in ein Feuergefecht mit skrupellosen Attentätern zu geraten, fühlte sich an wie ein Tritt in den Bauch. Mike nahm sich den schwarzen Smith & Wesson Modell 29 Revolver aus dem Rucksack des toten Typen und warf einen Blick auf die Trommel, in der 6 unbenutzte Patronen steckten. 6 Schuss, Kaliber 44 Magnum. Schweren Herzens klappte er die Trommel zu und machte sich mit der klobigen Waffe ein wenig vertraut. Mike bezweifelte, dass er die Waffe gegen einen der Terroristen einsetzen würde und falls doch, würde er es nicht erfolgreich zu Ende bringen. Er konnte den Anblick der grausam zugerichteten Leiche auf dem Boden nicht ignorieren und jede Sekunde, die er auf den weggeschossenen Schädel starrte, zerrte ihn tiefer in ein schwarzes Loch aus Verzweiflung und Wahnsinn. Sönke starrte abwesend auf die schwere Pistole, die Danny ihm in die Hand gedrückt hatte. Er nahm mit verschwitzten und zitternden Fingern das Magazin heraus, in dem 4 fingerdicke Patronen steckten. Eine Patrone war bereits im Lauf. Eine Desert Eagle, Halbautomatik, Kaliber 50 AE, 12,7 mm. Extremste Durchschlagskraft, sagte Danny. Damit schießt du locker durch den Motorblock. Sönke sah skeptisch auf die klobige, schwere Waffe in seiner Hand, die stark nach verbranntem Schießpulver roch und hoffte, dass er die Waffe nicht benutzen müsste. Seine Gedanken kreisten ohnehin nicht um die technischen Daten der Schusswaffe in seiner Hand, sondern eher um die grauenhafte Szene, die er vor kurzem erlebt hatte. Obwohl er den Abzug selbst nicht gedrückt hatte, nahm er die Schuld für diesen tödlichen Schuss auf sich. Er hatte diesem Mann, wenn auch nur unbeabsichtigt und ohne Vorsatz, den Schädel weggeschossen. Und auch wenn es ein böser, bewaffneter Terrorist gewesen war, belastete es Sönke, dafür verantwortlich zu sein, dass ein Menschenleben ausgelöscht worden war. Wir haben doch keine Ahnung, wie man mit sowas umgeht. Zumindest nicht in der Realität, stellte Mike fest. Das sind alles nur Filme und Computerspiele. Ja, und wir können noch nicht mal üben, fügte Sönke hinzu. Diesen Luxus können wir uns nicht leisten. Danny funktionierte nur noch. Er hatte sich offenbar als einziger damit abgefunden, dass er eigentlich schon tot war und um jede weitere Sekunde seines Lebens kämpfen musste. Es war ein unfairer Kampf, aber er erkannte, dass er keine Wahl hatte und ihn annehmen musste. Das Funkgerät des getöteten Terroristen knackte und eine fremde Stimme sprach plärrend aus dem kleinen Lautsprecher. Frank! Frank, wo bist du? Melde dich! Wie sieht's aus? Hast du die Ratten erledigt?
Danny erstarrte vor Schreck. Scheiße, die werden merken, dass er fehlt. Na klasse, Mike wusste nicht, was er sagen sollte. Ich gehe hier nicht weg. Sönke stand etwas abseits und hielt die Waffe so, als würde er sie so schnell wie möglich wieder weglegen wollen. Danny schüttelte den Kopf. Wir müssen hier weg. Die Typen werden nach ihm suchen. Na gut, okay. Wir müssen hier weg und wir sind bewaffnet. Was jetzt? Wo gehen wir hin? Fragte Mike. Wir sollten systematisch vorgehen. Erstmal hier oben alles absuchen, sagte Danny nachdenklich. Vielleicht finden wir irgendwo ein Funkgerät und können Hilferuf absetzen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir denen, die nach dem Typen suchen, nicht in die Arme laufen. Er deutete erneut auf Franks Leiche. Was ist hiermit? Fragte Mike und deutete auf das Funkgerät des getöteten Terroristen. Danny schüttelte den Kopf. Nein, das sind nur Walkie-Talkies. Damit kommen wir nicht von dem Schiff runter. Aber wir können ihren Funk abhören, das ist bestimmt noch wichtig. Die bringen uns um, wenn die uns finden. Sönke wollte nur noch weg von der grauenhaften Leiche. Dann müssen wir uns wehren, sagte Danny etwas selbstsicherer, packte den Verbandskasten in den Rucksack des Terroristen und schnallte ihn sich um. Okay, tun wir's. Sönke sah ein letztes Mal auf die Leiche des Angreifers, um die sich mittlerweile eine beachtliche Blutlache gebildet hatte, und nahm all seinen Mut zusammen. Mike öffnete die Tür, nachdem er seine Zweifel und Ängste in einem Cocktail aus Adrenalin, Schuld und Panik runtergeschluckt hatte, und die drei Jungs rannten über das Deck, die Waffen, die sich fremd in ihren Händen anfühlten, von sich gerichtet. 1:05 Uhr. Auf dem Oberdeck war es still und kein Mensch war zu sehen. Guck mal da vorne, flüsterte Mike und ging an die Reling. Sofort fiel den Jungs auf, dass alle Rettungsboote fehlten, lediglich die aufblasbaren Rettungsinseln waren noch in ihren Kisten. Das fahle Licht des Vollmondes, der am wolkenfreien Sternhimmel stand, reflektierte sich auf dem Wasser, das in der Dunkelheit pechschwarz wirkte. Die drei sahen über die Kante und erkannten auf dem Meer in der Ferne die Umrisse eines kleineren und 6 größerer Rettungsboote, die in der Dunkelheit verschwanden. Ich werd verrückt. Die haben welche evakuiert, sagte Mike. Hat er doch gesagt, sagte Danny. Jetzt sind keine Rettungsboote mehr da, sagte Sönke. Ich zähle 7, ich glaube aber, dass es 8 Rettungsboote waren, sagte Mike. Wieso? Hattest du vor, eins zu benutzen? Fragte Danny. Bevor Mike antworten konnte, legte Danny noch was nach. Außerdem kannst du ja auch dieses aufblasbare Schlauchdings nehmen. Mike wartete kurz ab. Dann sah er Danny herausfordernd an. Los, sag es. Aufblasbare Sachen bist du doch gewohnt. Genau darauf habe ich gewartet. Mike wirkte kaum besser gelaunt. Wo ist das andere Rettungsboot? Fragte Sönke. Das müsste auf Deck 7 sein, glaube ich, sagte Mike und versuchte sich an die Karte zu erinnern. Dann müsste man es von hier oben sehen können, oder? Fragte Sönke und ging zur Reling. Vorsichtig! Rief Danny ihm nach, doch Sönke war schon zur Reling gerannt und streckte seinen halben Oberkörper unvorsichtig über das Geländer, um nach dem Rettungsboot Ausschau zu halten. Vorsicht, du wirst noch abgeknallt! Rief Danny und rannte zu Sönke rüber. Würde jetzt irgendwo einer von denen auf einem Dach sitzen, könnte er mit ein paar gut gezielten Kugeln einen nach dem anderen problemlos wegpusten. Ich glaube, vorher fällt er runter, sagte Mike und folgte Danny. Nicht zu sehen, sagte Sönke und ging wieder von der Reling weg. Mach das nicht nochmal, sagte Danny leicht genervt. Er traute sich kaum laut zu sprechen, weil er hinter jeder Ecke einen dieser Angreifer vermutete. Was meinst du? Fragte Sönke. Sowas Unvorsichtiges. Danny deutete auf das Dach einer Bar. Wenn da oben einer sitzt, kann er dich 1A erwischen. Oh, Sönke sah entsetzt zu der Bar hoch. Du kannst es nochmal versuchen. Mike ging zur anderen Seite des Decks rüber. Ach ja, die andere Seite. Sönke ging diesmal bedeutend vorsichtiger zur Reling, um einen Blick zu riskieren. Anja, Sandra und Katrin saßen immer noch auf dem Boden der fensterlosen, kargen Aufzugkabine, die im Schacht steckte und mittlerweile nur noch von einer Notbeleuchtung schwach beleuchtet wurde. Na toll, wir sitzen hier richtig in der Scheiße, beschwerte sich Katrin weinend. Sie war sich ziemlich sicher, dass dies ihr letzter Tag war. Sie war noch so jung und hatte noch so viel vor, doch so jämmerlich zu sterben in einem engen Aufzugsschacht gehörte auf jeden Fall nicht dazu. Wenigstens sind wir nicht von diesen Mördern abgeknallt worden, murmelte Anja nachdenklich. Sandra zog die Brauen hoch. Ja super, dann stehen wir ja richtig gut da. Sarkasmus war ihr Markenzeichen, obwohl sie völlig apathisch und mit der ganzen Situation total überfordert war. Noch war sie sich nicht einmal sicher, ob dieser Moment tatsächlich real oder nur ein Albtraum war. Du meinst eher, wir sitzen gut fest, sagte Katrin genervt. Was machen wir? Wir können hier nicht einfach sitzen bleiben, sagte Sandra. Wieso nicht? Hier sind wir sicher, sagte Katrin. Sandra schüttelte den Kopf. Was, wenn die das Schiff versenken? Katrin sah Sandra schockiert an und erschauderte. Anja stand auf und kramte einen kleinen Kasten aus ihrer Handtasche. Was hast du vor? Fragte Sandra. Ich habe Schlüssel für die Schrauben hier, sagte Anja und deutete auf das Bedienelement mit der Tastatur in der Wand neben der Tür. Woher hast du die denn? Fragte Sandra.
Hallo? Mein Vater baut diese Dinger hier, sagte Anja und suchte in dem kleinen Kasten nach dem passenden Schlüssel. Das sind Torx-Schlüssel, davon haben wir zu Hause hunderte. Habe ich auch immer zu Hause rumliegen, spottete Sandra, weil sie nicht wusste, was Anja damit bezwecken wollte. Anja ließ sich nicht beirren und begann fleißig Schrauben zu lösen. Es funktioniert. Was machst du, wenn du das aufgeschraubt hast? Fragte Sandra. Dahinter ist eine komplexe Elektronik, sagte Anja und löste bereits die letzte Schraube. Sandra sah Anja ratlos an und zuckte mit den Schultern. Ich habe solche Schaltungen selbst zusammengelötet, als ich das Praktikum in der Firma gemacht habe. Ich weiß, wie sowas funktioniert und vielleicht kann ich eine Sicherung überbrücken und die Kabine wieder mit Strom versorgen, sagte Anja und löste die Platte. Danach holte sie eine kleine Zange aus ihrer Tasche. Sandra sah Katrin an. Ich habe nicht gewusst, dass sie einen kompletten Werkzeugkoffer mit hat. Anja lächelte und zog das Bedienelement aus der Wand. Karl-Lena sah den Söldnern in den geklauten Uniformen interessiert dabei zu, wie sie an der Steuerkonsole den Kurs des Schiffs korrigierten. Das monotone Brummen der Schiffsmotoren änderte sich und ließ die Vibration, die durch das ganze Schiff ging, in einer anderen Frequenz wummern. Andere Teile der Inneneinrichtung begannen zu summen. Das Schiff, das sich in diesem Moment östlich der dänischen Nordspitze befand, vollzog ein Wendemanöver und drehte nach Osten ab. Der Autopilot, den die Söldner in die Steuerungssoftware eingebaut hatten, lenkte das Schiff nun auf einen vorprogrammierten Kurs durch das Kattegat, der sie auch an den dänischen Inseln vorbeiführen sollte. Lena grinste verschlagen, als er an seine finale, makabre Rache dachte, die in diesem Moment in die Wege geleitet worden war. Sergej stand mit Lena auf der Brücke des Schiffs und las noch einmal die Rede durch, die Karl-Lena vorbereitet hatte. Ja, sieht gut aus. Wieder knackte sein Funkgerät. Peter hier. Ja, was ist? Habt ihr die alte Schabracke gefunden? Nein, sie ist nicht dabei. Wir haben sie alle durchgecheckt. Sie muss sich hier irgendwo auf dem Schiff verstecken. Was ist denn mit der alten? Fragte Peter. Nichts, das du wissen musst. Vielen Dank, sagte Sergej und beendete das Gespräch, indem er zu Sascha rüberschaltete und auf Russisch sprach. Sascha, ich habe gerade erfahren, dass die alte nicht bei den Evakuierten ist. Sie ist irgendwo auf dem Schiff und versteckt sich. So weit waren wir auch schon. Vielen Dank. Sascha klang genervt. Durchkämmt das ganze Schiff. Ich will, dass ihr sie findet, sagte Sergej. Kann ich anfangen? Fragte Lena. Er bereitete eine Nachricht an das Bundeskanzleramt vor. Ja, von mir aus, sagte Sergej und musste sich Mühe geben, die Fassung zu behalten. Eigentlich war ihm alles egal. Karl-Lena und sein alberner Racheplan, diese neuartigen Raketen und die Männer von Umbra Malum. All dies hier lief nur, weil er endlich diesen Stein haben wollte. Wenn Lena seine Ansprache beendet hatte, wollte Sergej wieder zurück zu seinen Jungs und ihnen bei der Suche helfen. Mike stand vor Angst zitternd auf dem Oberdeck und lehnte sich verkrampft gegen eine weiße Stahlwand. Er sah auf die scheinbar unendliche Weite der Ostsee unter dem Nachthimmel, an dem allmählich einige dicke Wolken gegen das Mondlicht zu sehen waren. Er spürte einen frischen Wind, der offensichtlich etwas zunahm und merkte in seiner Anspannung nicht, dass das Schiff seinen Kurs änderte und sich das konstante Brummen der Motoren verändert hatte. Sönke und Danny standen an der Reling und sahen auf das letzte verbliebene Rettungsboot, das auf Deck 7 an einer Außenbefestigung hing. Das Freifall-Rettungsboot sah eher aus wie ein U-Boot, weil es komplett geschlossen war. Sönke wagte es kaum zu atmen. Abgesehen von dem laut pochenden Blut in seinen Schläfen hörte er den Wind und die Wellen rauschen und spürte den kalten Schweiß in seiner Hand, mit der er die Pistole hielt. Das ist unsere Rettung. Kommen wir von hier darauf? Mike schüttelte den Kopf. Vergiss es. Wir müssten wieder in das Schiff, zwei Etagen runter und dann wieder nach draußen. Und soweit ich weiß, kann man das Rettungsboot nicht ohne fremde Hilfe runterlassen. Er hatte sich den Plan des Schiffs besser eingeprägt, als er selbst gedacht hätte und schob diesen Umstand auf die außerordentliche Ausnahmesituation, in der er sich befand. Danny hielt die Maschinenpistole fest umklammert in seinen zitternden Händen und sah sich auf dem Gang um, als ein Knacken aus dem erbeuteten Funkgerät ihn aufschrecken ließ. »Leute«, flüsterte er, »die funken wieder was. Habt ihr gehört? Die lassen einen Funkspruch ab.« Er zeigte seinen Freunden das Funkgerät. Eine Stimme kam raschelnd und rauschend aus dem Funkgerät, doch Danny erkannte sie. Es war der gleiche Sprecher, der vor kurzem die Ansprache an die Geiseln gehalten hatte, dieser Lena. 1.12 Uhr. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein werter Name ist Dr. Karl Lena. Einige von Ihnen werden mich unter Umständen kennen. Lena klang, als würde er lächeln und diese Ansprache genießen. Kommen wir zur Sache. In diesem Moment habe ich das Kreuzfahrtschiff MS Prinzess Ranghild in meiner Gewalt, das sich momentan auf der Ostsee auf dem Weg von Kiel nach Oslo befindet. Ich habe volle Kontrolle über das Schiff und alle Passagiere in meiner Gewalt. Lenas Stimme bekam einen deutlich aggressiveren Ton. Meine erste Forderung ist, dass ich mit dem Bundeskanzler und dem Verteidigungsminister sprechen möchte. Ich werde direkt im Kanzleramt anrufen und dann sollten Sie da sein, sonst werde ich die ersten Geiseln erschießen lassen. Also beeilen Sie sich. Ich werde Sie anrufen und meine Forderung stellen. Und sollte diesen Forderungen nicht augenblicklich nachgekommen werden, schrecke ich nicht davor zurück, sämtliche Geiseln hinrichten zu lassen.
Versuchen Sie nicht, dieses Schiff aufzuhalten. Ich meine es ernst. Ich werde mich in Kürze wieder melden. Die Ansprache endete. Mike, Danny und Sönke sahen einander entsetzt an. Was sollen wir denn jetzt machen? Fragte Mike nervös. Die Situation hatte sich soeben um mehrere 100% verschlimmert. Der will die Geiseln töten, habt ihr das gehört? Fragte Sönke. Wir können uns davon angesprochen fühlen, sagte Danny. Die haben eine ganze Scheißarmee auf diesem Schiff. Die kriegen wir nie klein, sagte Mike voller Panik. Dieser Funkspruch hatte ihn noch mehr verstört als alles andere und offenbar wurde diese Situation von Sekunde zu Sekunde immer schlimmer. Einer liegt da hinten, sagte Danny und deutete auf den Schornstein. Mike lachte sarkastisch. Das war ein Glückstreffer, ein Unfall. Das ist, als hätte er sich aus Versehen selbst erschossen. Wir werden nicht nochmal so ein Glück haben. Sönke nickte zustimmend. Mike legte noch etwas nach. Das ist, als wenn man angeln geht und einen toten Fisch mit dem Kescher fängt. Wenn wir sterben, dann auch als Helden, sagte Danny. Jetzt hör doch mal auf mit dieser Heldenscheiße. Ich will mich doch nicht abknallen lassen. Vergiss es, sagte Sönke entsetzt. Ich würde lieber gern zu dem Rettungsboot. Danny sah nachdenklich auf das weite, dunkle Meer. Ich will, dass die Mädchen da heil rauskommen. Die haben alle Frauen und Kinder evakuiert. Mike erinnerte sich an Lenas Ansprache. Vielleicht sind die Mädels schon in Sicherheit. Danny nickte. Klar, das könnte natürlich sein. Mike sah Danny nachdenklich an. Wir haben einen von ihnen getötet. Er sah zu Sönke rüber. Die werden sich nicht gerade freuen, wenn sie den toten Hannes da finden. Und die werden ihn finden. Und wenn die uns finden, sind wir erledigt, sagte Sönke. Allerdings, sagte Danny sarkastisch. Also, das Thema ergeben ist abgehakt, sagte Mike enttäuscht. Ihm wurde klar, dass es wohl zu spät war, die Waffen zu strecken und sich zu ergeben. Wir haben also nichts mehr zu verlieren, sagte Danny. Wenn wir nichts tun, werden sie uns irgendwann finden und töten. Wenn wir versuchen, irgendwas dagegen zu unternehmen, dann sterben wir vielleicht auch, aber wir haben es wenigstens versucht. Weißt du eigentlich, was du da gerade gesagt hast? Wir werden das hier nicht überleben, sagst du? Fragte Mike mit leicht aufkeimender Panik. Ja, ich glaube, wenn sie den da finden, werden sie uns auf jeden Fall töten, sagte Danny und deutete auf den Schornstein, in dem die Leiche mit dem fatalen Kopfschuss lag. Was, wenn wir uns verstecken? Fragte Sönke. Wo denn? Diese Typen sind überall. Wir müssen in Bewegung bleiben, sonst finden die uns. Wir wissen ja auch nicht, wie viele von denen es gibt, sagte Danny. Das dürften nicht wenige sein, stellte Mike ernüchtert fest. Wir sollten uns verstecken, sagte Sönke erneut. Werfen wir die Waffen und das Funkgerät weg und dann verstecken wir uns irgendwo. Wenn die uns finden, tun wir so, als wären wir schon die ganze Zeit versteckt gewesen. Mike deutete auf Sönkes blutverschmiertes T-Shirt. Dann zeigte er die schwarzen Schmierspuren an seiner völlig ruinierten Hose, die er sich bei dem Kampf im Schornstein zugezogen hatte und die Flecken, die seine blutende Nase auf seinem Pulli hinterlassen hatte. Wir sehen nicht gerade unbeteiligt aus. Er drehte sich zu Danny. Mal angenommen, wir schaffen es, die Mädchen zu finden, obwohl wir keine Ahnung haben, wo sie sind und ob sie überhaupt noch auf dem Schiff sind. Und wir retten sie, obwohl es in diesem Schiff eine Armee schießwütiger Terroristen gibt. Nur mal angenommen, wir überleben das. Was hast du dann vor? Dann hauen wir mit dem Rettungsboot ab, sagte Danny. Wer weiß, wie lange das da noch unbehelligt hängt. Ich glaube kaum, dass die Typen das Rettungsboot aus Versehen vergessen haben. Sprich, es hat wohl einen Grund, dass es da hängt. Mike wurde klar, dass die Panik jegliche Logik zunichte gemacht hatte. Vielleicht ist es auch kaputt. Sönke schreckte zusammen, als er diese Möglichkeit in Betracht zog. Wer weiß, Mike zog die Brauen hoch. Okay, dann sollten wir erstmal versuchen, irgendwas Konstruktives zu machen, sagte Danny. Und was meinst du? Wir könnten vielleicht versuchen, irgendwo ein Telefon oder ein Funkgerät zu finden und dann können wir versuchen, irgendwie Hilfe zu rufen. Was meint ihr? Fragte Danny, doch seine Freunde sahen nicht sehr überzeugt aus. Leute, wenn die uns finden, knallen die uns ab. Und ob wir uns nun verstecken oder durch das Schiff spazieren, ist eigentlich fast egal. Mike dachte über Dannys Worte nach. Es nicht mal zu versuchen, diesen Geiseln zu helfen, würde er wohl nicht verkraften, sollte er diesen Abend überleben. Mit einem eiskalten Schock, der ihn fast in eine barmherzige Ohnmacht befördert hätte, wurde ihm klar, dass die einzige Sperre, die ihn von einem beherzten Verhalten abhielt, die Angst vor dem Tod war. Würde er sich selbst eingestehen, dass er diesen ausweglosen Abend mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht überleben würde, könnte er sich dazu hinreißen lassen, Danny bei seiner waghalsigen Selbstmordmission zu begleiten. Ich meine, wir sind wahrscheinlich die einzigen, die hier noch übrig sind, sagte Mike. Da bin ich mir gar nicht mal sicher, aber erzähl weiter, sagte Danny. Ich weiß nicht, irgendwie kann ich das nicht übers Herz bringen, den Geiseln nicht zu helfen. Zumindest versuchen würde ich es gern, sagte Mike. Sönke musste sich von seiner Angst lösen, denn er fühlte, dass er etwas tun musste. Er wusste, dass er sterben würde und versuchte, diesen Gedanken zu verdrängen. Diese Situation war anders als alles, was er je erlebt hatte. Kein Fußballspiel, an dem er je teilgenommen hatte, war in der Lage gewesen, ihn in eine solche Lethargie zu treiben. Eigentlich war Sönke sogar ein Adrenalin-Junkie, doch nicht mal der Tandemsprung aus 4000 Metern Höhe vor einem Jahr oder die zwei Bungee-Sprünge, die er gemacht hatte, um den ultimativen Kick zu finden, hatten ihm auch nur annähernd eine solche Angst eingeflößt wie die Erlebnisse auf diesem verdammten Schiff. Ich will hier weg.
Okay, ich habe einen Vorschlag. Wir gehen jetzt runter auf Deck 7 und gucken uns das Rettungsboot mal an, sagte Danny. Auf dem Weg halten wir die Augen offen nach allem, was nach Rettung aussieht. Telefone, fest installierte Funkgeräte und so. Dann sehen wir weiter. Was meint ihr? Fragte Danny. Machen wir es. Mike fühlte sich wie ein Zocker, der im Casino alles auf Risiko setzte. Was haben wir zu verlieren? Er hatte sich entschieden. Ein paar heiße Sexnächte. Wir sterben als Jungfrauen, sagte Danny, während er und die anderen über das offene Oberdeck gingen und sich einer Bar näherten, die scheinbar nur aus Fenstern bestand. Ich nicht, sagte Sönke deprimiert. Ach, fick dich. Auch dieser schale Karlauer brachte weder Mike noch einen seiner Freunde zum Lachen. Wir müssen versuchen, Hilfe zu rufen. Telefone, Handys, Funkgeräte, wiederholte Danny. Vielleicht da drin. Er folgte einem inneren Gefühl und war fest davon überzeugt, dass die Mädchen noch an Bord waren. Er hatte sich fest vorgenommen, die Mädchen zu retten und mit dem Rettungsboot zu flüchten. Kabus, ein 25-jähriger Deutscher mit türkischen Wurzeln, und der 37-jährige Lars gingen durch den Gang, der an der Reling auf dem Oberdeck entlang führte. Die beiden Männer hatten die obligatorischen Overalls an und waren bewaffnet. Meinst du, Frank hat wieder gesoffen? Fragte Kabus, der eine Uzi-Maschinenpistole in seinen Händen hielt und in den Gang richtete. Keine Ahnung. Zuzutrauen wär's ihm. Lars war fast 2 Meter groß und hatte breite Schultern. Im Gegensatz zu Kabus, dessen Gesicht glatt rasiert war, trug Lars einen beachtlichen Schnauzbart. Hast du schon was gehört, wie es gelaufen ist? Fragte Kabus. Alles hat funktioniert, ich hab's dir doch gesagt. Kabus nickte erleichtert. Ein Glück, ich hatte echt ein bisschen Schiss. Ich hab gehört, es hat einen Zwischenfall gegeben. Arne haben sie mit einer Leuchtrakete beschossen, nachdem er dieses Raketendings aufgebaut hat. Lars konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Seine Armbanduhr piepte 2-mal leise und Lars griff nach seinem Funkgerät. Lars hier, wir sind auf dem Weg in diesen Glasbau auf Deck 9. Bisher alles in Ordnung. Lars, Ende. Arne? Fragte Kabus und folgte Lars zur Skybar, einer Bar auf dem höchsten Punkt des Schiffs unter einer riesigen Glaskuppel, die den Gästen normalerweise einen Rundumblick über das Meer bot. Ja, hat sich angeblich ziemlich übel das Bein verbrannt, sagte Lars und ging in das Innere der völlig verwüsteten und verlassenen Glaskuppel. Das ist ja geil. Ruhig jetzt, flüsterte Lars, der damit rechnete, dass sich hier irgendwo noch Leute versteckten. Obwohl er wusste, dass Frank manchmal sehr unzuverlässig sein konnte, behielt er sich immer noch die Option offen, dass etwas passiert und Frank vielleicht etwas zugestoßen war. Vorsichtig schlichen sich Mike, Danny und Sönke über das offene Deck direkt auf eine Glastür zu, die in die Skybar führte, in der es keine Wände, sondern nur Fenster gab. Eine prächtige Kuppel krönte diese edle Konstruktion aus Glas und Stahl, die im Moment aber verlassen und völlig verwüstet war. Die Gläser waren zersprungen oder geplatzt, die Spiegel zerschossen und das Holz aufgesplittert. Die Skybar, die im viktorianischen Stil eingerichtet und dekoriert war, hatte einen kreisrunden Grundriss und war mit teuren Stühlen und massiven Tischen möbliert. Unterhalb der Decke verliefen zwischen den hölzernen Stützpfeilern weiß gestrichene und aufwendig verarbeitete Gitter mit filigranen Holzschnitzereien. Alle kugelförmigen Lampen auf geschwungenen Messingarmen waren eingeschaltet und reflektierten ihren Schein in den Spiegeln, die an vielen Teilen der Decke in Form eines Spinnennetzes angebracht waren. Danny zeigte in die Richtung der Küche, wo er ein Telefon oder Funkgerät vermutete. »Ziemlich verlassen hier«, flüsterte Mike, doch Danny machte eine Geste, um ihn zum Schweigen zu bringen. Sönke durchfuhr ein eiskalter Schock, als er in einer der Fensterscheiben das Spiegelbild 2 bewaffneter Männer sah, die offenbar gleich um die Ecke standen. Er packte Danny am Arm, hielt ihn unerwartet unsanft fest und zeigte ihm die Spiegelung an der Wand. Danny wich einen Schritt zurück und hoffte, die beiden bewaffneten Männer hatten ihn nicht gesehen. »Da sind welche. Wahrscheinlich direkt hinter dieser Wand«, flüsterte Danny und ging neben einer hölzernen Sitzbank in Deckung. Mike und Sönke folgten ihm. »Leise«, flüsterte Mike. »Wir müssen uns vorbereiten«, sagte Danny und stellte den Schalter seiner Maschinenpistole vorsichtig auf »Automatik«. »Du willst doch nicht auf die schießen«, sagte Mike entsetzt. »Schnauze!« Einer der Terroristen zog sein Funkgerät heraus und Mike schreckte zusammen, als er an das immer noch eingeschaltete Funkgerät in dem Rucksack dachte, den Danny auf dem Rücken trug. »Frank, melde dich, hier ist...« Der Terrorist hielt inne, als er seine eigene Stimme hörte, die aus einem Funkgerät kam, das offenbar in seiner unmittelbaren Nähe war. Mike sah Danny voller Angst an. »Scheiße«, flüsterte er und zog den Rucksack von Dannys Rücken. »Hallo?« sagte der Terrorist und versuchte, das Funkgerät zu orten. »Schnell«, flüsterte Danny und half Mike, das Funkgerät in dem offenen Rucksack zu finden. »Hallo?« Die Stimme kam näher. Mike hatte das Funkgerät gefunden. »Hallo?« hallte es aus dem Gerät und dieses Mal war die Stimme direkt vor ihnen. Danny sah voller Angst in die Augen des Terroristen, der nun leibhaftig vor ihm stand. Kabus sah die 3 Jugendlichen, die sich hinter der Sitzecke versteckten, und hob sofort seine Uzi, als er die Waffe und den Rucksack von Frank erkannte.
Bevor Caboose etwas sagen konnte, drückte Danny den Abzug seiner Maschinenpistole und ein laut ratternder Feuerstoß verließ die Waffe, wobei glühend heiße Patronenhülsen aus der Seite der Waffe rieselten. Dannys Adrenalinpegel schoss ins Unermessliche, als er die Waffe abfeuerte und den Rückstoß spürte. Caboose warf sich schreiend zur Seite. Er konnte nicht glauben, was da passierte. Da waren irgendwelche Jugendlichen, die mit der Waffe von Frank auf ihn schossen, und noch während er sich im freien Fall befand, überkam ihn eine nie gekannte Angst. Der Rückstoß der Waffe war so unerwartet, dass Danny einmal quer durch den Raum schoss und die Scheiben hinter Caboose laut klirrend zersprangen. Bevor Caboose sich aufrappeln konnte, sprangen die drei Jungs auf und rannten durch die zerschossene Scheibe nach draußen. »Was jetzt?«, fragte Sönke panisch, doch er verstand sein eigenes Wort nicht, so laut war das Pfeifen in seinen Ohren. Danny drehte sich um und feuerte erneut eine etwas sicherere Salve in das Restaurant, um die Verfolger auf Abstand zu halten. Die Typen machten einen abgebrühten Eindruck auf Danny und es war eine kleine Genugtuung für ihn zu sehen, dass die beiden Typen nicht mit einer solchen Gegenwehr gerechnet hatten. »Nach oben, da können sie uns nicht kriegen!« Dannys Verhalten bestand nur noch aus Reflexen. Mike war zu verzweifelt, um darüber nachzudenken und folgte Danny der Anstalten, machte das Dach der Bar zu erklimmen, um aus der Schusslinie der Terroristen zu kommen. Niemand war klar genug, um zu erkennen, wie unsinnig diese Verzweiflungstat war, und so folgten Mike und Sönke. »Was jetzt?«, fragte Mike ängstlich und kletterte an der stählernen Dachkonstruktion empor. Danny war oben angekommen und deutete auf die Glaskuppel, die das durchsichtige Dach der Skybar darstellte und neben der eine stählerne Außentreppe nach unten führte. »Die Treppe! Wir müssen zu der Treppe!« Er hoffte, unbemerkt zu der Treppe auf der anderen Seite des Daches zu kommen, um so ein Deck tiefer und aus der Schussbahn der Angreifer zu gelangen. »Das ist ein Glasdach«, stellte Mike fest. »Ach was«, sagte Danny und versuchte, sich einen anderen Plan auszudenken. »Wir müssen darüber und diese Typen sind genau unter uns. Die ballern uns die Eier weg, wenn wir darüber gehen.« Sönke spürte den stechenden Schmerz, den Franks Messer in seinem linken Oberarm hinterlassen hatte. »Wir haben keinen besseren Weg«, sagte Danny genervt. »Wenn wir noch länger warten, wird's nicht besser.« »Scheiße, das wird nicht gut ausgehen«, sagte Mike und folgte Danny vorsichtig an die Glaskuppel, die aus vielen kleinen Fenstern bestand und genauso aussah wie die Kuppel, durch die Mike in seinem regelmäßig wiederkehrenden Albtraum, den er seit Jahren hatte, in den Tod stürzte. Er spürte plötzlich wieder den angenehmen kühlen Wind, der kräftig durch die Nacht blies. Gerade als Danny seine Meinung relativieren und sagen wollte, dass er diese Idee doch für viel zu unüberlegt und gefährlich hielt, ertönten Schüsse und die Glaskuppel brach unter ohrenbetäubendem Getöse in sich zusammen. Caboose hatte die drei Jungs auf dem Glasdach sofort gesehen und die Scheiben der gläsernen Decke zerschossen. Mike, Danny und Sönke fielen wieder in die Skybar und landeten nach knapp 2 Metern freiem Fall inmitten von vielen Scherben, die zu Boden regneten. Mike krachte nach seinem Sturz direkt auf die Füße und landete unsanft auf dem Hintern. Der Schmerz, der in ihm aufschrie, war so heftig, dass er dachte, er würde nicht mehr aufstehen können. Danny krachte mit dem Bauch zuerst auf ein teures Klavier, das seinen Sturz abfederte, doch der harte Aufschlag raubte ihm für einen Moment die Luft. Sönke landete in einem großen, länglichen Blumenkübel direkt neben dem Buffet und kam verhältnismäßig gut weg, bis auf die Verbrennung, die er sich zuzog, als er seinen gesamten Fuß versehentlich in einen Kocher mit brauner Bratensoße tunkte. Caboose ging zu Mike rüber, der verkrampft auf dem Rücken lag und sich vor Angst und Schmerz nicht bewegen konnte. »Was bist du denn für einer?«, fragte Caboose überrascht. Danny kämpfte sich hoch und sah, wie Caboose seine Uzi auf Mike richtete. Danny wollte nach seiner MP5 greifen, doch er hatte sie bei dem Aufprall fallen gelassen. Mike sah voller Angst auf den dampfenden Lauf der Waffe, der sich langsam und bedrohlich auf ihn richtete. Das war also nun das unrühmliche Ende einer aussichtslosen Selbstmordmission. Weit war er ja nicht gerade gekommen. Schicksalsergeben nahm Mike sein Scheitern hin und bereitete sich auf den Tod vor. Danny sprang von dem zertrümmerten Flügel und sammelte seine Waffe auf, dann setzte er zum nächsten Sprung an. Caboose sah Mikes erschrockenes und von nackter Angst gezeichnetes Gesicht, als er über den Lauf seiner Waffe blickte und genoss den Augenblick der Todesangst im Gesicht seines Opfers. »Hey, Arschloch«, sagte Danny und wartete auf das überraschte Gesicht von Caboose, an den er sich bis auf einen Schritt herangeschlichen hatte. Caboose ließ von Mike ab und überraschte Danny völlig unerwartet mit einem blitzschnellen Tritt vor die Brust. Danny taumelte, doch er war froh, dass er zwar sein Baseballcap, aber die Waffe nicht verloren hatte. Mit einem Satz war Danny wieder auf den Beinen und drückte sofort ab. Er dachte nicht weiter darüber nach oder hatte Überwindung aufbringen müssen. Es war wie ein völlig automatischer Reflex. Lars kam von der anderen Seite des einst sehr noblen Raumes gestürmt, doch als die Schüsse durch das Restaurant pfiffen, ging er vorsichtshalber hinter einer massiven Sitzecke in Deckung. »Wieso haben die Franks Waffen und sein Funkgerät?«, fragte Lars sich selbst wütend und hoffte, Caboose würde jetzt nicht gleich alle abknallen. Mike kniff die Augen zu, als es laut krachte und die heißen Patronenhülsen auf ihn fielen. Die Kugeln, die Danny unter ohrenbetäubendem Getöse abschoss, trafen Caboose in die Brust und schleuderten ihn gegen die Wand hinter ihm, so schnell, dass er nicht mal schreien konnte. Danny stand wie erstarrt da und sah, wie der Terrorist leblos an der Wand herunterrutschte.
Er erinnerte sich unbewusst an den unbekannten Besoffenen, der seine Eltern damals mit seinem Sportwagen angefahren und in einen tödlichen Unfall verwickelt hatte. Obwohl auch der Unfallverursacher bei dem anschließenden Feuer umgekommen war, projizierte Danny all seinen Hass auf diese Person. Er hatte nie die Chance gehabt, Rache zu nehmen und den Tod seiner Eltern zu vergelten, obwohl er nicht mal sicher war, ob ihm das in irgendeiner Weise geholfen hätte, seine Trauer zu verarbeiten. Mehr und mehr wurden diese fremden Angreifer, die auf ihn und seine Freunde schossen, zu Personifizierungen dieses einen besoffenen Arschlochs, das Dannys Leben zerstört und ihn zu einem Psychowrack gemacht hatte. Das Magazin der Waffe war leer. Danny setzte das erste Ersatzmagazin ein und war überzeugt, dass er ganz dringend seine Pillen brauchte, die jedoch leider gerade in der Kabine der Jungs lagen. »Caboose, was ist los?« brüllte Lars, als die Schüsse verhallt waren. Als niemand antwortete, begann Lars, sich Sorgen zu machen. Er verharrte einen Augenblick in seiner Deckung und überlegte, wie er vorgehen sollte. Danny bückte sich und gab Mike die Hand, um ihm hochzuhelfen. »Bist du okay?« fragte er mit brüchiger Stimme. »Ich glaube, ich habe mir den Arsch gebrochen«, sagte Mike und quälte sich wieder auf die Beine. Danny sammelte seine Mütze auf, klopfte sie ab und setzte sie sich wieder auf. Sönke krabbelte aus dem Blumenbeet und nahm seine Pistole, die auf der Tablettbahn gelandet war. »Und ich hab Soße im Schuh«, sagte Sönke angeekelt von dem feuchten Schmatzen, das einer seiner beiden schwarzen Doc Martens bei jedem Schritt, den er tat, von sich gab. Die Soße war verdammt heiß gewesen und Sönkes Bein brannte wie Feuer. »Wo ist der andere? Der hat das bestimmt nicht überhört.« Sönke sah geschockt auf den leblosen Körper, der an der Wand saß. Er erinnerte sich, dass der Typ in dem Schornstein unfassbar viel Blut verloren hatte, mehr als Sönke je zuvor gesehen hatte. Aber dieser Körper blutete überhaupt nicht. »Scheiße«, stammelte Mike und versuchte, sich von seiner Nahtoderfahrung zu erholen. »Lebt er noch?« Sönke glaubte, gesehen zu haben, wie sich der Brustkorb des Mannes leicht bewegte. »Wenn ja, dann nicht mehr lange«, sagte Danny regungslos. Er stand offenbar unter Schock. »Was jetzt?«, fragte Mike verwirrt. »Erstmal weg hier. Einer von den Wichsern ist immer noch hinter uns her. Danny wollte diesen Ort verlassen.« Caboose erwachte aus einer kurzen, aber heftigen Ohnmacht und kam zu sich. Er hatte fürchterliche Kopfschmerzen und merkte, dass mehrere seiner Rippen gebrochen waren. Er erinnerte sich, dass auf ihn geschossen worden war, aber die kugelsichere Weste hatte ihm das Leben gerettet. Er ignorierte die unfassbaren Schmerzen in seiner Brust und wartete, bis die drei Jungs, die ihn offenbar für tot hielten, ihm den Rücken zugedreht hatten. Dann erhob er sich leise und zog lautlos sein Messer. All sein Hass und seine Wut konzentrierten sich auf die Spitze des Messers, das er erhob, um es Sönke in den Hinterkopf zu rammen und sich für diese unfassbare Frechheit zu rächen. Wer auch immer diese Typen waren, sie waren so gut wie tot. Caboose ging unter unvorstellbaren Schmerzen in Position, um zuzustechen. Er wartete einen kurzen Moment, in dem die drei Jungs panisch miteinander redeten und überlegten, was sie nun tun sollten. Blitzschnell, wie aus dem Nichts, kam er hinter dem Pfeiler hervor und holte mit dem Messer aus. Lars ging mit lautlosen Schritten durch den Flur und war nur noch wenige Schritte von den drei Jungs entfernt, die auf Caboose geschossen hatten und Franks Waffen und Ausrüstung trugen. Er wollte dicht an sie herangehen und sie mit gezielten Schüssen aus seiner Pistole von hinten auslöschen. Wut und Trauer machten es ihm beinahe unmöglich zu denken. Lars zielte und hatte Sönkes Hinterkopf in nicht einmal 2 Metern Entfernung im Fadenkreuz seiner Waffe. Er drückte seinen Zeigefinger am Abzug durch und ein ohrenbetäubender Schuss ertönte. Eine riesige Blutfontäne spritzte durch den Raum. Hirnfetzen, Stücke von Knochen und herausgesprengte Reihen von Backenzähnen wurden umhergeschleudert. Danny, Mike und Sönke fuhren erschrocken herum und sahen Lars, der eine qualmende Waffe in der Hand hielt. Zwischen ihnen und dem Angreifer stand Caboose, der ein Messer in seiner zitternden Hand hielt. Eine Kugel hatte ihn in den Hinterkopf getroffen, als er gerade hinter einem Pfeiler hervorgeschnellt war, um Sönke zu erstechen. Lallend und röchelnd ließ der grausam zugerichtete Caboose das Messer fallen und sackte zusammen. »Scheiße, nein!« brüllte Lars. Er konnte nicht fassen, dass er soeben versehentlich einen seiner besten Männer erschossen hatte. Diese Jugendlichen sollten den grausamsten Tod sterben, den er sich vorstellen konnte. Sönke zitterte am ganzen Körper und verkroch sich panisch hinter dem Blumenkübel, der ihn zuvor aufgefangen hatte. Erst jetzt bemerkte er, dass er mit dickflüssigem Blut beschmiert war. Danny sah für einen Moment erschrocken auf die Leiche von Caboose. Dann sah er wieder zu Lars, der vor Caboose kniete. »Scheiße!« Erst jetzt wurde ihm klar, was passiert war. »Du kleiner Scheißer!« brüllte Lars und zielte mit seiner Beretta-Pistole genau auf Danny, der sofort hinter einer Sitzbank in Deckung ging. Mehrere Schüsse peitschten durch den Raum und verfehlten Danny nur knapp, der einen Schritt zurückwich, dabei über den Rucksack stolperte und zu Boden fiel, wobei er zu allem Unglück auch noch seine Waffe verlor. Ein Querschläger verfehlte Sönke nur knapp, als die Kugel pfeifend die Holzverkleidung des Blumenkübels zerriss. Panisch warf sich Sönke in die hinterste Ecke seines Verstecks und kauerte sich voller Todesangst zusammen.
Mike, der hinter einem liebevoll arrangierten Blumenbeet stand, stockte der Atem, als er sah, dass der Angreifer seine Pistole wegsteckte und wie ein Wahnsinniger auf Danny einprügelte. Das war also das Ende ihres Heldenzuges. Nun würden sie also doch sterben. Pure Verzweiflung brach in Mike aus und wieder begann der Todeskampf von vorne. Er hob den Revolver, der sich anfühlte, als hätte sich sein Gewicht verdreifacht, und versuchte sich dazu zu überreden, dem Terroristen in den Kopf zu schießen. Lars fuhr herum und sah zu Mike rüber, der noch immer zögerte. Er schlug ein letztes Mal auf Danny ein, ließ dessen leblosen Körper zu Boden fallen und stürmte auf Mike zu. Mike zielte und sah über den Lauf seines Revolvers, wie Lars auf ihn zugerannt kam, und ihm wurde in dem Bruchteil einer Sekunde schmerzlich bewusst, dass er zu lange gezögert hatte und es zu spät für einen Schuss war. Bevor Mike abdrücken konnte, schlug Lars ihm die 44er enorm unsanft aus der Hand und versetzte ihm einen harten Tritt, wobei die schwere Waffe polternd zu Boden fiel. »Na, willst du den Helden spielen?«, fragte Lars und sah Mike an, der schwer atmend auf dem Boden kniete. »Ich könnte dich erschießen.« Lars präsentierte Mike seine Pistole. »Aber das wäre viel zu schnell für dich und deine Bande. Das, was ihr mit Caboose gemacht habt, wird euch noch sehr leid tun.« Lars drehte seine Waffe um, packte die Pistole am Lauf und schlug Mike den Griff wie einen Hammer auf den Kopf. Es krachte dumpf, als der Griff der Waffe Mike traf, und obwohl der Stoff seiner Mütze den Schlag abfederte, wurde sein Kopf herumgerissen. Alles drehte sich und sein Kopf dröhnte, als Mike zu Boden fiel, wo er seinen Revolver vor sich liegen sah und versuchte, ihn zu kriegen. Er biss die Zähne zusammen und zappelte verzweifelt voller rasender Panik, doch er war zu weit von der Waffe entfernt, um sie zu fassen zu kriegen. Lars stellte sich direkt über Mike und sah ihm in die Augen. »Wo habt ihr die Waffen und das Funkgerät her?« Mike überlegte, was er sagen sollte. Es würden auf jeden Fall seine letzten Worte sein. Sollte es nun alles vorbei sein? Weit waren sie nicht gekommen, aber er spürte eine Erleichterung, das Richtige getan zu haben, und war erneut bereit, sich mit dem baldigen und scheinbar unvermeidlichen Tod abzufinden. Diesmal war es doch nicht so leicht, einen Terroristen zu besiegen, und Mike stellte fest, dass er recht behalten hatte. Der Zwischenfall in der Wartungskammer des Schornsteins war ein Glückstreffer gewesen und der andere Kerl eben gerade auch. Spätestens jetzt musste ihm klar werden, dass ihr Weg zum Heldentum ein jähes, brutales Ende finden würde. Mike erschrak, als die Armbanduhr von Lars zweimal leise piepte. »Ich glaube, der Typ, von dem wir es haben, hieß Frank. Der hat's aber nicht geschafft.« »Leider«, sagte Mike unter Schmerzen und schloss innerlich mit seinem Leben ab. In einem explosionsartigen Wutanfall begann Lars erneut, Mike den Griff seiner Pistole auf den Kopf zu schlagen. Nach dem zweiten Schlag verlor Mike sein Baseballcap, das ihn vor der ganzen Härte der Schläge geschützt hatte. Der Griff knallte ein weiteres Mal hart auf Mikes Schädel und hinterließ eine stark blutende Platzwunde auf seiner Kopfhaut. »Ich mach dich fertig, du Hurensohn! Und danach sind deine Freunde dran!« Mikes Sicht durch seine verschmierten Brillengläser verschwamm in Tränen und Blut. Sein Kopf schien sich zu drehen und der pochende, scharfe Schmerz wurde immer intensiver. Dennoch versuchte er nicht, kampflos unterzugehen. Unter Schwindelgefühlen und mit vor Angst gelähmten Armen versuchte Mike, sich zur Wehr zu setzen, doch es war völlig nutzlos, denn er war in Panik. Lars jedoch war locker und zielsicher. Lars holte wieder aus, bereit, den Griff dazu zu benutzen, Mikes Kopf zu zerschmettern, und sein kräftiger Arm sauste durch die Luft. Mike riss die Arme hoch und mit letzter Kraft konnte er den Arm von Lars mit beiden Händen abfangen. Er hielt Lars' Arm fest, kurz über seinem Kopf. Lars hielt die geladene Pistole am Lauf fest, während Mike nun die Hand am Griff und den Finger am Abzug hatte. So schnell er konnte, drückte Mike den Abzug der Waffe. Der Schuss löste sich und durchschlug den Hals von Lars, der stöhnend auf die Knie fiel. Mike hatte Tränen in den Augen und war kurz davor, völlig wahnsinnig zu werden, als der Mann ganz zu Boden fiel und zu zappeln begann. Was hatte er da bloß getan? Mike lag auf dem Boden, Lars lag direkt neben ihm und starb mit zuckenden Bewegungen. Dieser bizarre Todeskampf brannte sich für immer in Mikes Erinnerung, und als der Sterbende ihn aus offenen, vorwurfsvollen Augen anstarrte, gab es ihm den Rest und er hob die Pistole, um den Terroristen von seinen Qualen zu erlösen. Mike drückte ab, doch aufgrund fehlender Munition klickte es nur. Er fühlte, wie das Leben durch seine Hände rann, fühlte den Atem der Dämonen aus der Hölle, die ihn holen würden, doch er redete sich ein, dass er keine andere Wahl gehabt hatte. Dieser Mann wollte sie töten und sie hatten sich in höchster Not zur Wehr gesetzt. Mike ließ die Waffe sinken und atmete tief durch. Der dröhnende Schmerz in seinem Kopf machte ihn wahnsinnig und gefährdete seinen Kreislauf. »Danny, bist du okay?«, rief Mike gegen das erneute Pfeifen in seinen Ohren. »Sönke, seid ihr in Ordnung?« »Ja, alles okay hier«, sagte Sönke vorsichtig. Die Skybar war vollkommen verwüstet und das einst luxuriöse Interieur war umgeworfen, zerbrochen oder zerschossen worden. Obwohl sein Kopf dröhnte, stand Mike auf und wischte sich das Blut aus seinem Gesicht, während er zu Danny rüberging. »Danny!« Mike kniete sich zu Danny und rüttelte an ihm. »Dennis, setz dich mal bitte«, sagte der Polizeibeamte mit einem traurigen Gesicht. »Es geht um deine Eltern.« »Wo sind meine Eltern?«, fragte der kleine Junge. Der Beamte legte eine Hand auf die Schulter des kleinen Jungen, der im Wohnzimmer seiner Eltern auf dem Sofa vor dem Fernseher saß. Sie hatten einen Unfall mit ihrem Auto. Der kleine Junge schien die Tragweite der Situation nicht einschätzen zu können. »Sind Sie im Krankenhaus?«,
Der Beamte kämpfte mit den Tränen. Nein, Dennis, sie sind gestorben. Der Junge sah den Beamten skeptisch an und schien nicht zu verstehen, was der Polizist ihm sagen wollte. Wo sind meine Eltern? Es tut mir so leid, sagte der Polizist und nahm Dennis in den Arm. Sie sind... Du wirst sie nie wiedersehen. Der Junge realisierte, was geschehen war und begann sofort hemmungslos zu weinen. Er begann zu zittern und spürte eine seltsame Taubheit, die ihn überkam. Danny bewegte sich. Was ist los? Er war soeben aus einem schlimmen Traum aufgewacht. Ein Glück, du bist nicht tot. Mike war erleichtert, als er Danny auf die Beine half und ihm sein Cap wiedergab, das er erneut verloren hatte. Danny sah sich um und spürte, dass sein Gesicht schrecklich wehtat und in den nächsten Tagen grün und blau anschwellen würde. Als er Mike sah, der aus einer Platzwunde auf seinem Kopf stark blutete, erschrak er. Was ist denn mit dir passiert? Du siehst ja aus wie ein Tampon. Mike zitterte und kämpfte mit den Tränen. Ich hab ihn erschossen. Was? Danny spürte einen brennenden Schock, der ihn durchfuhr. Mike zeigte auf die Leiche von Lars. Ich hab ihn totgeschossen, mit seiner eigenen Waffe. Mike brach in Tränen aus. Ich hab ihn erschossen. Danny nahm Mike in den Arm. Danke, Bruder, das hast du gut gemacht. Danny hoffte insgeheim, er würde nicht selbst töten müssen. Du hast uns gerettet. Jetzt solltest du dich erstmal um dein... Danny deutete auf Mikes blutverschmiertes Gesicht. Problem kümmern. Du siehst aus wie ein Matrose, der ins Rote Meer gesprungen ist. Mike tastete sein Gesicht ab und sah auf seine blutigen Finger. Er ging torkelnd in die Küche, um einen Wasserhahn und ein Handtuch zu suchen. Die Schläge mit der Pistole hatten ihn ziemlich übel erwischt. Danny ging zu Sönke rüber, der sich hinter einem Blumenkübel in Sicherheit gebracht hatte. Sönke, bist du in Ordnung? Sönke kam hinter dem Blumenkübel hervor und sah Danny verwirrt an. Der hätte mich fast erwischt. Bist du in Ordnung? Fragte Danny erneut. Ja, sagte Sönke. War wohl nur der Schreck. Danny sah sich das abgesplitterte Holz an. War wohl ein Querschläger. Er wechselte das Magazin seiner MP5. Wir müssen gucken, ob die Waffen und Munition haben. Und Ausrüstung. Sönke sah sich in dem Restaurant um und erkannte, dass neben der Leiche von Caboose eine kompakte schwarze Maschinenpistole lag. Der Typ hat eine Uzi. Sönke kannte diese Waffe aus Film und Fernsehen. Danny sah zu Caboose rüber. Scheiße, was für eine kranke Scheiße, sagte er und sah sich das Blutbad an, das sie hinterlassen hatten. Er sammelte die Uzi auf und inspizierte das Magazin, in dem Patronen steckten, die offenbar mit seiner eigenen Waffe kompatibel waren. Er nahm eine Patrone aus jedem Magazin, verglich sie und las die Beschriftung auf der Unterseite vor. 9x19 mm. Alle tot, stammelte Sönke fassungslos. Ich dachte, die bringen euch um. Das nächste Mal benutzt du die hier, sagte Danny und gab Sönke seine Pistole wieder, die er fallen gelassen hatte. Ich konnte nicht, ich war wie gelähmt. Sönke konnte sich diesen Aussetzer nicht erklären. Mike kam aus der Küche zurück, wo er sich das Blut notdürftig aus dem Gesicht gewaschen und sich ein Geschirrhandtuch geschnappt hatte, um die Blutung zu stoppen, die er irgendwo über seiner Stirn mitten in seiner Frisur vermutete. Er faltete das Geschirrtuch, drückte es auf die blutende Stelle, dann setzte er sich sein Baseballcap auf, um den notdürftigen Verband zu fixieren. Hier, Digga. Er gab Danny einen Eisbeutel, den er aus dem Tiefkühlfach genommen hatte. Danke. Danny nahm den Eisbeutel und kühlte sofort sein Gesicht, in das er etliche harte Treffer kassiert hatte. Hier, ich hab auch was für dich. Er gab Mike die Uzi. Scheiße, was soll ich damit? Fragte Mike angewidert von dieser tödlichen Waffe. Er hatte dem Tod heute bereits viel zu tief ins Auge geblickt und fühlte sich seltsam leer. War er vielleicht schon tot und dies war nur eine letzte Einbildung seines Gehirns, dass ihm einer der Terroristen aus dem Schädel gegen eine der Wände gepustet hatte? Jetzt nimm! Danny drückte Mike die Waffe in die Hand. Scheiße. Mike starrte auf die Maschinenpistole in seinen Händen. Verdammt. Danny sah Caboose an. Ich dachte, den hätte ich erledigt. Und ich dachte noch, dass der geatmet hat, sagte Sönke und sah auf die Leiche von Caboose, dessen zerschossener Schädel große Ähnlichkeit mit dem von Frank hatte. Er hat ihn erschossen und dann habe ich... Mike deutete auf Lars, der in einer Blutlache auf dem Teppich lag. Danny sah sich die Leiche von Lars an. Dem hast du sauber einen verpasst. Er wusste nicht, ob Mike dies als Kompliment auffassen oder noch mehr an seiner Tat verzweifeln würde. Gut reagiert, Mike, sagte Sönke. Ja, Mike fühlte sich, als würde er unsichtbar werden. Danke, Bruder, sagte Danny. Es tut mir leid, sagte Sönke, der noch immer nicht verstehen konnte, wieso er vor Angst wie gelähmt gewesen war. Ist okay, Mann, wir leben. Danny deutete auf die Leichen am Boden und sah zu Sönke. Wir müssen die Waffen und die Munition einsammeln. Sönke stimmte zu. Ja, sein Bein brannte noch immer von der heißen Soße, in die er gestolpert war. War da ein Verbandskasten in der Küche? Fragte Danny. Keine Ahnung, sagte Mike. Ich geh mal gucken, sagte Danny. Die Sache wird immer schlimmer, sagte Mike und folgte Danny in die Küche. Wenn die ihre Kollegen da entdecken, werden sie sicherlich nicht besser auf uns zu sprechen sein, sagte Danny und zog einen Verbandskasten aus einem der Wandschränke. Wir sind im Arsch. Mike starrte in die hastig verlassene Küche, in der noch immer Pfannen mit verkohltem Essen brutzelten. Was hätte ich denn machen sollen?
Die hätten uns umgebracht, sagte Danny. Ich kann das gar nicht glauben, was hier passiert. Mike begann zu weinen. Danny packte den Inhalt des Verbandskastens in den Rucksack, in der sicheren Vermutung, das Verbandszeug noch zu brauchen, und suchte die Küche erfolglos nach einem Funkgerät ab. Wir können uns auf dem Schiff wohl nicht mehr blicken lassen. Komm, wir gehen zurück. Hier gibt's nichts mehr für uns. Mike und Danny kamen zurück in die Skybar und sahen Sönke, der fassungslos die Leichen auf dem Boden vor ihm anstarrte. Danny plünderte die Taschen der toten Terroristen und fand so viele Patronen, dass er sich damit drei Magazine füllen konnte. Die Beretta von Lars landete zusammen mit zwei Ersatzmagazinen und einem passenden Schalldämpfer im Rucksack der Jungs. Mike bekam die Uzi, die ein fast volles Magazin hatte. Wir müssen weiter, sagte Danny. Er durfte nicht zulassen, dass die Gedanken oder gar die restlichen Terroristen sie einholten. Als die Jungs rausrannten, piepte die Armbanduhr am Handgelenk der Leiche von Lars erneut zweimal, doch die Jungs nahmen es aufgrund der vorausgegangenen Ballerei nicht wahr. Rückblende. 3 Monate zuvor. Dr. Karl Lehner und sein langjähriger Freund Joachim Hubrich saßen in einem Hotelzimmer in einem Kieler Nobelhotel. Dieses abhörsichere Zimmer wurde von den Umbra-Malo-Mitgliedern regelmäßig benutzt, um Treffen abzuhalten. Die beiden Männer hatten sich in den letzten Wochen mehrfach getroffen und einen tollkühnen Plan geschmiedet. Ich weiß, dass das Ministerium die Prototypen jetzt doch endgültig verschrotten lassen will. Offenbar ist Bewegung in die ganze Angelegenheit gekommen. Die Vertreter des Verteidigungsministeriums hatten sie damals aus dem Labor abgeholt und an einem geheimen Ort eingelagert. Dort einzubrechen war unmöglich und absolut ausgeschlossen gewesen. Lena kippte sich ein Glas Schnaps ein und leerte es in einem Zug. Sein Gesicht war verweint und seine Hände zitterten. Dieses Treffen war ein Wendepunkt in seinem Leben und ihm war bewusst, dass es vermutlich kein Zurück geben würde. »Woher weißt du das?«, fragte Hubrich. Er analysierte jedes Wort, das Lena an diesem Abend gesagt hatte, und machte sich die ganze Zeit Gedanken. »Klaas Boll, ein Techniker, der für mich gearbeitet hat, kennt jemanden, der im Ministerium arbeitet. Er kommt regelmäßig an verlässliche Informationen aus der Zentrale.« »Wie glaubwürdig sind diese Informationen?« Lena sah fragend ins Nichts. »Keine Ahnung, aber besser als gar keine Informationen.« »Okay, gehen wir mal davon aus, dass das Ministerium plant, sie zu verschrotten. Wie wird das ablaufen?« Hubrich sah aus dem Fenster auf die nächtliche Skyline von Kiel. »Naja, ein Mitarbeiter des Ministeriums wird eine Spezialfirma beauftragen, den Container abzuholen und den Inhalt verschrotten zu lassen. Alles wird ja höchstwahrscheinlich streng geheim bleiben.« »Wir könnten versuchen, den Transporter zu überfallen. An der roten Ampel steigen wir einfach ein und entführen ihn. Das ist eine ganz schnelle Sache, maximal 2 tote Fahrer, alles ganz dezent«, sagte Hubrich. Karl Lehner schüttelte den Kopf. »Wir müssen so lange wie möglich unter dem Radar bleiben. Dieser Transporter hat bestimmt alle erdenklichen Sicherheitseinrichtungen und wird Satelliten überwacht. Ich habe eine bessere Idee. Diese kleinen Sesselfurzer aus dem Verteidigungsministerium sind alle korrupt und chronisch unterbezahlt. Wenn wir dem Mitarbeiter, der für die Entsorgung verantwortlich ist, ein schönes Angebot machen, dann gehe ich jede Wette ein, dass er es annimmt. Das wäre noch dezenter, als den Transporter zu entführen.« »Ein Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums wird sich nicht mit Ganoven einlassen. Aber wenn wir als offizielle Unterhändler einer Landesregierung auftreten, sagen wir als Russen oder Chinesen, dann glaube ich, dass das eine wirklich gute Idee ist. Herzlichen Glückwunsch, Karl. Du solltest bei uns anfangen.« Lena lachte gequält. »Ich brauche die Sprengköpfe. Du musst sie irgendwie beschaffen.« Hubrich füllte sein Glas ebenfalls. »Dann wirst du deine Rache bekommen.« 500 Millionen. Lena starrte weinend aus dem Fenster. »Ist eine Menge Holz. Aber selbst das wird mir meine Beate nicht zurückbringen.« Lena dachte an seine geliebte Ehefrau, mit der er 15 Jahre glücklich verheiratet gewesen war und die vor einem Jahr Suizid begangen hatte. Ihrem Abschiedsbrief hatte er entnommen, dass sie den sozialen Abstieg und die ausweglose Situation nicht mehr ertragen hatte, in die sie Lenas Kündigung und sein unrühmlicher Rauswurf aus dem Forschungslabor gestürzt hatte. Nach dem vernichtenden Gutachten über seine Psyche hätten die Verantwortlichen des Verteidigungsministeriums ihn jederzeit in einer psychiatrischen Einrichtung unterbringen lassen können und zwangen ihn mit dieser Tatsache, sich mit seinem fundierten Insiderwissen nicht an die Presse oder sonstige öffentliche Institutionen zu wenden. Das Gutachten hatte jedoch ebenfalls zur Folge gehabt, dass er einen neuen Job in seiner bisherigen Position oder Gehaltsklasse komplett vergessen konnte. Es hatte nur wenige Monate gedauert und die Lenas hatten ihre Luxuslimousinen, ihr Segelboot und die riesige Villa verkaufen müssen. Die letzten Wochen ihres Lebens hatte Frau Lena in einer schäbigen Absteige verbracht. »Aber es kann dich ein bisschen trösten.« Hubrich legte seine Hand auf Karls Schulter. »Die sollen bezahlen, diese Schweine.« Lena hatte nichts mehr zu verlieren. »Werden sie.« Hubrich wusste, dass er sich an Sergei wenden musste.